Hey Arno, hast du dich bei Bermuda Funk reingehackt? Ja, hier ist halt immer was zu holen. Und, was schwer? Nee. Alter, dann gehört jetzt Bermuda Funk uns. Jawohl. Dann lass mal als erstes mal den Jingle Fall laufen lassen. Hallo Freunde, hallo Feinde, hallo Individuum, hallo Gemeinde, hallo Wölfe und hallo Schweine, hallo Fink, hallo Star, hallo Meise, hallo Bäume und hallo Fluss, hallo Hypophyse, hallo Hypothalamus, hallo Dunkelheit und hallo Licht, hallo du, hallo er, hallo ich, hallo Lust, hallo alle Dinge mit Streifen, hallo alle Dinge, die sich als andere Dinge verkleiden, alle Dinge, die fühlen, alle, die denken, alle, die schreiben, alle, die fühlen, lenken, schweben, leiden und alle Dinge, die schweigen, alle Dinge, die schreien und andere Dinge zerfleischen, hallo alle, die sich vor den anderen Dingen verneigen, hallo Dinge, die gleiten und andere Dinge zerreißen, andere Dinge dazu verleiten, sich mit anderen Dingen zu streiten, hallo alle Dinge, die unfassbar übertrieben flauschig sind, alle, die bewiesen, jedoch schier unglaublich sind, hallo Moleküle und hallo Quanten, alles, was es gibt, ruf ich auf, um hier zu tanzen. Hello, Kultura! Hello. Zum Quadrat. Es ist 16:01. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört eine Sendung Kultura zum Quadrat, was auf Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar, auf den Frequenzen 89,6 und 105,4 zwischen Mannheim und Heidelberg über den Äther ausgestrahlt wird. Besucht auch unsere Webseite www.bermudafunk.org. Dort kann man uns über den Livestream auch empfangen. What's a look? What's a look? The look of love. What's a look? What's a look? The look of love. What's a look? What's a look? The look of love. What's a look? Look of love! Es ist der 29. Januar 2022. Das heißt, es ist der 5. Samstag im Monat. Gut, wow. Ja. Für alle, die uns noch nicht kennen, erläutere ich, dass jede Sendung Kultura zum Quadrat verschiedene Künstler aus dem Raum Rhein-Neckar zu Wort kommen lassen, die über sich, ihre Kunst und ihren Beweggründen, warum sie die Kunst machen, mit mir darüber sprechen werden. Und die Sendung wird jeden 2., 4. und 5. Samstag im Monat neu produziert, natürlich immer dann um 16 Uhr. Und mein Name ist Michael Szczepaniak, auch als Shampoos bekannt. Alter, wir reden heute aber wenig über Kunst, oder? Ja. Kunst, das Fahren, kann man das als Künstler nennen? Ja, das kann man so betreiben, ja. Man kann sich verkünsteln. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Gut. Ihr wisst da draußen noch nicht, worum es geht, aber gleich. Für die heutige Sendung habe ich einen Menschen eingeladen, der schon oft hier mein Gast war, doch noch nie in einer Funktion als Reiseführer, Führer sagt man heutzutage nicht, Reiseguide. Derjenige sitzt neben mir und wartet auf seinen Einsatz. Yes. Außerdem ganz wichtig und ganz neu. Die Sendung wird mittels Kameras aufgezeichnet und spätestens morgen auf dem YouTube-Kanal Kultura, das zweite Wort Bermudafunk, veröffentlicht. Ich muss das Video noch zusammenschneiden, das sind nämlich zwei Kameras, zack, zack, Ton drunter legen, dauert Haufen viel Zeit, zum Schluss dauert es richtig, bis das auf YouTube landet, die Qualität sich verbessert, also erst morgen, womöglich sogar übermorgen. Also nochmal, geht auf YouTube-Kanal Kultura, das zweite Wort Bermudafunk, das sind schon ein paar Videos. Da bist du auch schon auf einem. Ja, stimmt. Ich war schon als Musiker. Bei einer Sendung war ich dabei. Ja. Stimmt. Jetzt wird es eine weitere Sendung mit dir stattfinden. Wenn ihr selber hier bei mir im Studio befragt werden wollt oder Lob oder Kritik loswerden wollt, dann schickt mir eine E-Mail an kultura@gmx.de. Kultura natürlich wieder mit C geschrieben. Oder ruft uns hier im Studio an. Martin Müller. Du bist doch so ein eifriger Telefonist, Entschuldigung. Ruf uns hier mal an. Also die Nummer lautet 0621 für Mannheim und dann 33939801. Und alle anderen dürfen die Nummer auch benutzen. Also 0621 für Mannheim und dann 33939801.
Zuhörer und Zuhörerinnen. Begrüßt mit mir hier in Studios von Bermudafunk in der alten Feuerwache einen, der die Welt gesehen hat. Einem, den die Welt seine Fahrradreifen geküsst hat. Den... Arno Blankart, also den Arno Nackte Kunst. Blankart, Nackte Kunst. Wusstest du das? Hallo zusammen. Natürlich wusste ich das. Ja. War es so geplant, so einen Nachnamen zu haben? Ja, das habe ich von Anfang an geplant. Ja. Das ist eigentlich mein Künstlername, ja. Klasse. So wie meiner Shampoos. Ja, genau. Ist ja auch Programm bei dir. Ich habe es schon mal gesagt, es wäre nicht schlecht, wenn das ein Programm wäre, wenn wir hier nur Shampoos trinken würden. Ja, stattdessen trinken wir Prosecco. Aber was alles nicht passiert wäre ohne Prosecco. Gut, Arno, natürlich, wir kennen dich alle als den Gitarristen von Sea of Lioness vor 30 Jahren. Aber immer noch klingen die Töne in unseren Ohren. Ganz vielen Ohren. Der Beweis dafür ist das Konzert, was wir vor 2 Jahren gespielt haben, nach der Wiedervereinigung von euch. Hättet ihr erwartet schon damals, dass so viele Leute kommen zu euren Konzerten? Nach so vielen Jahren Pause, meine ich. Ach ja, gut, das war ja eine Privatveranstaltung. Es waren ein paar Leute da und war ein schönes Wiedertreffen. Ja. Ja, also ihr wisst schon, mit wem wir zu tun haben, mit dem wunderbaren Arno, den Gitarristen, und so ist er bei mir im Handy gespeichert als Arno Gitarrist. Es gibt nämlich noch den Arno Tänzer. Arno Tänzer, kennt ihr den? Den in Zeitlupe Flickflacks macht. Du meinst jetzt mich oder was? Oder? Ja, es gibt noch einen anderen, der wohnt ja bei dir um die Ecke. Arno der Tänzer, der ist so gespannt. Ich kenne dich, du musst mir ja vorstellen. Genau, und du bist der Arno der Gitarrist. Außerdem, heute sprechen wir natürlich nicht nur, also gar nicht eigentlich über Musik, sondern über die Kunst des Fahrradfahrens. Mhm. Und du meinst, es ist doch eine Kunst. Ja, eine Kunst nicht wirklich. Also man, wie gesagt, man kann sich verkünsteln. Man kann ja in jedem Thema so ein bisschen sehr ins Detail gehen. Ne? Und ja. Je nachdem, was man so macht und wie man das betreibt, und entwickelt sich das schon so ein bisschen. Dann, ich meine, Fahrradfahren, bleiben wir jetzt bei Fahrradfahren. Natürlich wie kamst du zu Fahrradfahren? Das ist eine einfache Frage. Papa hat es dir beigebracht, schätze ich, oder? Ja, natürlich. Meine Eltern in der Kindheit beigebracht. Und ich habe das, glaube ich, auch zumindest auch sehr schnell erlernt und habe das auch gern gemacht. Jeder hat ein Fahrrad gehabt. Man konnte mit seinen Kumpels einfach unterwegs gehen und so. Und ja. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo der Vater plötzlich nicht mehr hielt? Ja, ich glaube schon. Ja, zumindest an dieses Gefühl. Ja, ja, und so wie plötzlich Alter. Wann, ja, auf einmal, genau, ja, man hat es vorher nicht für möglich gehalten und auf einmal hat es tatsächlich geklappt. Und das war schon ein tolles Gefühl. Ja, und dann klappt es komplett die ganze Zeit. Ja, dann kann man es auf einmal. Ja. Das weiß ich noch, wie es bei mir genauso war. Mhm. Und genauso war es bei meinen Kindern. Ich kann mich wirklich erinnern, wie das war. Ich hielt sie, klappte nicht, plötzlich klappte. Gut. Ah, das macht stolz, oder? Ja, natürlich. Mhm. Ja. Du bist natürlich auch, außer dass du Musiker bist, dass du genialer Komponist bist, genialer Gitarrist bist, Crossover ist dein zweiter Vorname, was musikalisch angeht, würde ich mal sagen. Ja. Aber du bist auch ein Sportler. Ja. Man sieht dich immer wieder mal joggen. Ja. Bist du Schleuse und zurück, sind 8 Kilometer. Hast du die komplett durchgelaufen oder machst du dazwischendurch Pausen? Nö, mittlerweile mache ich ja keine Pause mehr. Ne. Also das läuft schon. Ne. Ja. Manchmal laufe ich ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich gucke, dass ich so ein bisschen Regelmäßigkeit reinbekomme. Das ist mir wichtig eigentlich. Ja, der Weg zu Schleuse von hier am Neckar, wenn ihr wisst, was ich meine, der ist schon von den terrorisierenden Joggern übersät, also wenn man da spazieren geht, da muss man immer wieder von hinten, hört man die laut hecheln, man muss immer Platz geben, aber der Weg geht noch weiter, wenn du auf dieser Neckarstatter Seite bist und hinter der Schleuse gehst weiter bis zur Autobahnbrücke, was total genial ist, da jogge ich. Ah, echt? Ah, ja, bis zur Brücke und zurück. Was? Okay. Bis zur Autobahnbrücke. Aber ich laufe und wenn ich plötzlich meine, jetzt mache ich mal kurz Stopp und dann gehe ich und dann wieder laufe ich und gehe ich.
Sehr gut. Komplett sehr durchgelaufen habe ich es nie geschafft, aber trotzdem. Irgendwann schaffst du es vielleicht mal. Ja, aber wenn nicht, ist auch egal. Ansporn habe ich es nicht so. Ich habe Ansporn einfach mal jetzt mal Puls auf gewisse Herzzahlen zu bringen. Sehr gut. Ja. Zum Joggen braucht man eigentlich nicht viel, außer Schuhchen. Schuhchen. Ja, genau, Schuhchen, Hose, Hemd. Na, hauptsächlich Schuhchen. Ja, gut, so ein bisschen in Sportklamotten finde ich schon angenehmer, wegen Schwitzen. Ne? Also so in Baumwollhemd, klar haben wir früher auch gemacht, aber was ist der Unterschied zu Baumwollhemd, zu so einem sportlichen Hemd? So? Ja gut, das Baumwollhemd ist halt nass dann, ja, und dann ist es einfach unangenehm. Ja. Und das andere wird nicht lange nass? Da, ja, das transportiert ja den Schweiß nach außen und der verdunstet dann. Das wird schon auch nass, aber es klebt nicht so, ja. Und so. Ja. Gut, aber dann hast du dich entschieden, aber noch viel früher hast du dich entschieden, mal auf dem Fahrrad zu laufen. Auf dem Fahrrad zu fahren. Ja, ich sage mal so, ich habe eine Zeit lang bin ich fast gar nicht Fahrrad gefahren, sondern habe alles mit dem Auto gemacht, jeden Furz irgendwie. Wenn es nur 500 Meter zum Bäcker war, bin ich ins Auto gestiegen, bin 500 Meter zum Bäcker gefahren. Habe viele Urlaube gemacht, auch mit dem Auto. Und irgendwann habe ich gedacht, das muss auch irgendwie mal ein anderes Fortbewegungsmittel geben, wo ich mich vielleicht auch so ein bisschen betätige. Also ich war von Anfang an war das für mich auch so ein bisschen, es soll Sport sein, aber auch sozusagen einen praktischen Nutzen haben. Ja. Genau. Und dann habe ich angefangen, einfach mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Das waren immerhin dann 18 Kilometer oder so. Das habe ich sonntags ausprobiert, ob ich das überhaupt schaffe. Da muss ich dann auch Pausen machen, so wie du beim Joggen als Pausen machst. Muss ich da als Pausen machen und so. Aber ich habe es geschafft an diesem Sonntag. Ja, gut. Auf Anhieb. Und dann muss ich ja auch wieder zurück und so. Und dann wusste ich, okay, das geht. Das kriege ich hin. Also ohne jetzt so völlig platt zu sein. Und dann habe ich angefangen, regelmäßig zur Arbeit zu fahren mit dem Fahrrad, so wie es schaffte halt, von Mannheim nach Heidelberg. Hab mir dann auch ein besseres Fahrrad gekauft. Aber ihr merkt schon, wir steigen uns mit den Fahrradgeschichten. Irgendwann mal hast du deine erste Fahrradtour gemacht, in mehreren Tagen gedauert hat. Und was da alles passiert ist, was war die eine Tour? Wir werden euch über die Schweiz-Tour reden, wo viele Berge auf uns warten, wo ein du bist ja ein Büroarbeiter? Nein. Sonst würde ich mal sagen, durchgeweichte Büromuskeln jetzt plötzlich auf einen Granit also, getroffen haben. Mittlerweile sitze ich auch im Büro, ja. Aber eigentlich habe ich eine ganz gute Abwechslung. Okay, aber das alles kommt nach dem ersten Lied. Das erste Lied, was kommt, als was kann dabei kommen? Es kann nichts anderes kommen als erstes als von Queen Bicycle Bay Race, oder? Ja. Yeah. Also rein damit. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Roy, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is Bicycle race, bicycle race, bicycle race,
Kane, Mr. Jones, hey, Wayne, Hot Dog, I call a man, I don't wanna be the president of America. I say smile, I say cheese, Cartier, I say please, income tax, I say Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate, cause all I wanna do is bicycle, yeah. Bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle, bicycle, come on, bicycle, I want to ride my bicycle. Kultura zum Quadrat hat das Vergnügen, den allergenialsten der Musiker und der Fahrradfahrer und der Jogger, den Arno Blankert, bei sich im Studio begrüßen zu dürfen. Also das ganze Mannheim, Heidelberg und alles dazwischen lauschen die jetzt zu, Arno. Wir reden gerade mal heute über dich als Sportler, als Fahrradfahrer, hauptsächlich. Fahrradfahrer, ja. Genau. Wir haben schon angesprochen, wie du zum Fahrrad gefunden hast, wer dir Fahrradfahren beigebracht hat, wie du deine Strecken erweitert hast, zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Arbeit. Dann. Und irgendwann mal hast du gesagt, jetzt mache ich meinen Urlaub sogar auf dem Fahrrad. Ja, genau. Das war relativ schnell, nachdem ich da beschlossen hatte, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, diese 20 Kilometer nach Heidelberg. Und da hat es mich ziemlich schnell gepackt. Einfach, ich musste das machen. Das war irgendwie so einfach ein Wunsch, den ich machen wollte, einfach mal ein paar Tage mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ich habe das ja so noch nie gemacht gehabt. Und einfach mal auch aufs Auto zu verzichten und sich aufs Wesentliche zu reduzieren, weil mit dem Fahrrad kannst du ja nicht viele Sachen mitnehmen. Im Auto kriegst du ja alles rein, da schmeißt du alles, was du brauchst, Grill, also Zelt, Schlafsack und so weiter und so fort. Jetzt bist du mit dem Fahrrad unterwegs und du hast zwei Möglichkeiten. Du gehst in ein Hotel oder eine Pension, was viel Geld kostet, oder du nimmst ein Zelt mit und einen Schlafsack. Und das geht auch alles mit dem Fahrrad. Nur muss man sich halt wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Ja. Und die erste Tour. Ja, für welche Möglichkeiten hast du dich entschieden? Zelt. Aber ich bin auch in Pension in der ersten Tour. Aber Zelt, muss man sagen, du bist ja kein Wildcamper, oder gehst du dann auf Parkplätze? Nein, ich geh schon auf Campingplätze, weil, sagen wir so, nach 100 Kilometer Fahrrad am Tag oder mehr, oder ja, will man einfach eine richtige Dusche und ein richtig irgendwie am besten einen Campingplatz, wo man vielleicht sich auch noch hinsetzen kann und ein Bier kriegt oder so, wo man einfach so ein bisschen einfach die Infrastruktur hat und was Gescheites zu essen bestellen kann. Und da bin ich dann doch so bequem, dass ich das schon zu schätzen weiß. Genau. Ja, also Wildcampen nur mal zur Not, wenn es nicht anders geht. Ja. Ja, und dann hast du dann natürlich andere Fahrradfahrer dort kennengelernt, getroffen? Ja, auch. Also meine erste Tour ging dann in die Schweiz. Genau. Zu einer Freundin in die Schweiz, die lebte dort. Und nach Bern. Das ist quasi noch vor den Alpen. Also in die Alpen rein bin ich nicht gefahren. Das wäre zu viel gewesen. Also damals auf jeden Fall die erste Tour. Da hätte ich das, weiß nicht, ob ich das überhaupt gepackt hätte, aber auch die Strecke von Freiburg bis Bern ist ganz schön hügelig. Das darf man nicht unterschätzen. Vor allem, wenn man nicht so ganz so trainiert ist. Und, Doch, Schwarzwald, da ist ja Schau ins Land, alter Schwede. Ja, wobei ich bin ja aber am Rhein entlang gefahren. Gut, ja, okay. Die erste Tour war ich am Rhein entlang gefahren. Aber am Rhein natürlich gegen den Strom. Das heißt, der Strom ist dann immer von oben nach unten. Das heißt, du bist ja von unten nach oben, egal wie, aber immer. Obwohl am Neckar merkt man es nicht. Wenn man nach Heidelberg fährt, da bist du auch immer berghoch. Ja. Merkt man es aber nicht. Ja, das ist, die Steigung ist zu vernachlässigen. Und die ist nicht kontinuierlich, weil die ist hoch, dann geht wieder runter. Ab und zu hast man schon mal ein paar Steigungen wie überall. Aber wenn du am Fluss entlang fährst, dann hast du eigentlich, das ist ja der Vorteil, an Flüssen entlang zu fahren, dass du da wenig Steigung hast. Du hast vielleicht Wind, das kann passieren, aber Steigung hast du an Flüssen halt nicht so sehr. Es sei denn, du fährst zur Quelle, das ist dann was anderes. Genau, und wenn du Wind, aber wenn du Wind hast, dann ist 50% davon möglich, dass du Rückenwind hast. Immer Gegenwind, das ist Murphy's Law. Gut.
Wusste ich nicht. Also gut. Ja, der kann ja auch während des Tages mal wechseln, die Windrichtung wechseln oder so. Gut. Da also, du fährst deine erste Tour. Wie alt warst du erstmal, oder? Ah, wie alt? Was bin ich hier? Ich war so Anfang 30. Ziemlich genau Anfang 30. 5 Tage hat die Tour in die Schweiz gedauert. War das ausreichend? Warst du danach richtig platschig kaputt oder hättest du noch mehr Kraft gehabt, bloß Urlaubstage keine mehr frei gehabt? Ich hätte noch Kraft hätte ich schon noch gehabt, aber es war dann schon auch okay. Also hat mir schon genügt für die erste Tour. War dann so 500 Kilometer mit Steigung am Schluss und so, und das hat mir für die erste Tour war das schon okay. Das war, Was oft passiert, dass da unterwegs irgendwas kaputt geht am Fahrrad. Ist sowas mal passiert? Hast du genug Ersatzteile gehabt? Gut, man hat einen guten Schlauch und sowas hat man immer dabei, ist klar. Ne? Mir ist einmal was passiert, da ist mir der Mantel gerissen. Da hatte ich vor der Tür noch auf den Mantel geguckt, hab gesehen, und hab gedacht, nach der Tour werde ich den Mantel mal wechseln. Und was passiert? Das war eine Tour am Neckar entlang und dann war ich kurz hinter Heilbronn, irgendwo und nirgendwo ein bisschen. Dann ist mir der Mantel gerissen. Das war nichts, dann dachte ich erst, ups, und jetzt. Da habe ich unwahrscheinliches Glück gehabt. Da kam ein Fahrradfahrer vorbei und der hat mir ein Stück Gummi gegeben, so dickeres Gummi irgendwie, also ein Stück Mantel, wenn man so will. Das konnte ich dann so reinlegen und konnte den Mantel damit flicken und konnte den neuen Schlauch reinmachen und hatte noch unwahrscheinliches Glück, dass 5 Kilometer weiter auch noch ein Fahrradgeschäft war, sodass ich dort dann für relativ viel Geld, die Mäntel dann hab dort getauscht, ja, hab mir neue Mäntel gekauft und aber wirklich gesagt, Glück im Unglück, also es war wirklich, da ist alles gut gegangen, sozusagen, ja. Gott. Ich meine, das ist vielleicht auch so, Murphy's Law, ich weiß nicht, vielleicht gibt es jemand anderen, der einen Gesetz sagt, die positiv enden, nämlich, ich hatte auch eine Tour gehabt und mir ist auch Mantel gerissen, komplett explodiert quasi alles, aber wo? Genau vor einem Fahrradladen. Die Leute sind aus dem Fahrradladen rausgekommen, was ist mit dir, Junge, passiert? Und ich sagte, Alter. Mantel gerissen. Die haben mir geschenkt einen Mantel, gebrauchten. Ja, super. Geschenkt. Super. Alter, Zeug draufgesetzt, weitergefahren. Also. Glück im Unglück, ja. Ja. Gut, die Tour Schweiz, was ist da noch zu sagen? Ach Gott, wie gesagt, es war die erste Tour. Ich wusste gar nicht, wie ich reagiere, wie mein Körper reagiert und ob mein Tagessatz so an Kilometer, was ich fahren wollte, ob das realistisch ist und so und wie das mit Übernachten ist, wie das klappt, ob ich da schlafen kann, da im Zelt und so weiter und so fort. Aber es hat alles erstaunlich gut geklappt. Und ich hatte auch relativ Glück mit dem Wetter. Also war okay, ja, bis auf einen Tag oder so war das alles okay. Dieses Stichwort hast du mir gesagt, ich soll dich auf jeden Fall ansprechen. Das Wetter, ja, es ist natürlich alles ein bisschen wetterabhängig. Also ich habe auch eine Fahrradtour gemacht, die dann wirklich völlig ins Wasser gefallen ist. Ich habe es auch abgebrochen. Und es war auch die gute Entscheidung, weil als ich wieder zu Hause war und dann der Wetterbericht dann verfolgt habe die nächsten Tage, da gab es dann in den Bereichen, wo ich da gefahren wäre, in den Regionen, gab es dann teilweise Überschwemmungen und es wurde immer schlechter, es hatte immer mehr geregnet. Ich hatte keinen Spaß mehr dran gehabt. Ja. Gut, dann sagen wir überspringen das nächste Lied, was wir eigentlich vorgehabt hätten, hier zu spielen, weil das einfach so flutscht mit dir und wir reden über die Portugal-Tour. Das heißt, du bist einmal mal von Mannheim nach Portugal gefahren? Nein. Ich bin geflogen, nach Lissabon geflogen, hab mir mit meiner damaligen Freundin, wir haben uns so Taschen für die Fahrräder selber gebaut und weil du brauchst es für den Flieger, musst du das Fahrrad richtig verstauen, ne? Also aus Interesse an deinem Fahrrad, aber die Fluggesellschaften wollen das auch so, die nehmen dein Fahrrad nicht so mit, sondern es muss schon in der Tasche verstaut sein und dann haben wir Taschen gebaut, die man dann auch so zusammenklappen konnte, dass man die dann am Flughafen dort im Schließfach einfach dort deponieren konnten und dann sind wir von Lissabon, wollten wir eigentlich runter an die Algarve fahren, es war aber völlig, wir hatten uns da ziemlich verschätzt, unsere Tour wurde dann viel kleiner, macht aber nichts. Es war trotzdem irgendwie cool, einfach zu fliegen und dann mit dem Fahrrad aus dem Flieger raus die Fahrräder zusammenbauen. Die waren natürlich auseinandergebaut und sowas.
Und dann einfach von dort aus loszufahren, vom Flughafen, vom Lissabon, einfach da weiter südlich zu fahren. Und dann die Campingplätze anzusteuern und so. Und das ist natürlich spannend auch, ja, weil du bist erstmal woanders und dann kennst dich eh nicht aus und dann fährst du einfach mal los und so. Wie kannst du dir das vorstellen? An der Küste entlang nach Süden? Ja. Da ist eine Strecke, die auch nur Jakobsweg heißt. Es gibt nämlich mehrere Jakobswege. Mhm. Ah, okay. Einer ist in Spanien und geht auch südlich, von, also an der Küste entlang von Süden nach Norden. Mhm. Und hast du den Jakobsweg dort gesehen? Was wichtig nämlich bei Jakobsweg ist, dass er übersät ist mit billigen Pensionen, wo man übernachten kann für 5 Euro und so. Also, ob das jetzt da der Jakobsweg war, dieser Jakobsweg dort, weiß ich nicht mehr. Kann gut sein, dass wir sicherlich sind wir da ein Stück gefahren, uns ist es aber nicht so aufgefallen oder so. Aber die Unterkünfte waren eigentlich alle bezahlbar. Ja. Und das war schon eine längere Tour, 10 Tage. Portugal natürlich viele Berge. Es ging eigentlich so an der Küste entlang, hier und da hat man schon mal Steigungen, das ist klar, aber besondere Sehenswürdigkeiten gesehen? Ach, nicht so, das ist... Weil da ist Atlantik gerade, das Ende der Welt. Du brauchst ja nicht so viele Sehenswürdigkeiten, wenn du so immer so in Meeresnähe bist und so und dann gehst du auch natürlich auch gern auf den Campingplatz am Meer und so und das da brauchst du keine speziellen Segenswürdigkeiten. Also zu deiner Fahrweise kann ich nur so viel sagen. Ich habe dich mal unterwegs mal getroffen, wo ich selber mit Fahrrad war. Ich bin natürlich der Genießer, der Langsamfahrer, der dabei Podcast-Hörer. Und du bist, plötzlich hast du zu mir aufgeschlossen und dann müssten wir dein Tempo halten, was wirklich schwer war für mich, weil du richtig Gas gegeben hast. So fährst du privat hier ohne Taschen und sowas. Wie fährst du jetzt, wenn du jetzt in Tour bist, wo du Seitentaschen hast? Hast du vorne am Lenker, am Vorderrad auch eine Tasche und so? Also erstmal, ich bin die erste Frage. Ich bin sehr stolz auf dich. War auch sehr stolz auf dich damals, als ich dich getroffen habe und du mir gesagt hast, dass du von Wiebling nach Mannheim fährst. Sehr gut. Egal in welchem Tempo, ist völlig Wurst. Gepäck, ich habe Lenkertaschen vorne habe ich nicht gebraucht. Ich habe hinten 2 Taschen und hinten oben eine Tasche drauf und vorne noch so eine Lenkertasche. Also ja, also Lenkertasche schon, aber eine kleine Lenkertasche. Also nicht so die vorne links und rechts diese großen Lenkertaschen. Cool. Ich glaube, das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig einfach. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich auch dran. Und jetzt zu der ersten Frage, bist du dann, während du die Taschen hast und alles Urlaub, bist du auch immer so ein Raser oder bist du da eher Genießer? Also ich hatte mir meistens schon so Strecken vorgenommen, die ich dann auch meistens schon geschafft habe und man unterschätzt es sehr schnell. Man denkt immer, ah ja gut, in 3 Stunden bin ich da und da und dann braucht man 5 oder 6 Stunden dafür, macht eine Pause zwischenrein, dann wenn noch irgendwie was dazwischen kommt oder man mal anhalten will oder so. Auf den Fahrradtouren kam oftmals so ein bisschen die Zeit für die Umgebung, also um dann wirklich vor Ort mir Zeit zu nehmen, um was anzuschauen, doch zu kurz, weil man dann, wenn man abends ankommt, ist man eigentlich platt und baut das Zelt auf und will dann was essen und duschen und vielleicht sich noch mit jemandem spontan unterhalten oder so, aber viel machen und ein bisschen Buch lesen und dann also so lange Antwort, also du bist schon ein Raser. Wenn ich und ich wollte Raser, als Raser will ich mich nie bezeichnen, ja, also oder selten. Ich bin dann schon immer ambitioniert gefahren. Ja. Aber wir wiederholen noch einmal, die Portugal-Tour hast du nicht alleine gemacht, sondern mit meiner damaligen Freundin. Und Mädchen sind da auch so zäh, dass die wirklich da mit dir dein Tempo mithalten oder waren sie so ein bisschen zarter beseitigt, wie ich? Nee, bin also bei ihr auch gern mal, also am Anfang war das so, dass ich schneller war, das hat sich aber innerhalb von 3 Monaten gedreht gehabt, so dass ich gucken musste, dass ich mithalten kann, das war definitiv so. Da musste ich gucken, dass ich das Niveau halten kann. Ne? Ja, immer ist das so ein Problem, wenn ein Pärchen irgendwie unterwegs ist mit dass ich zu Fuß joggen oder mit dem Fahrrad, dass da einer den anderen irgendwie aufpassen muss, auf sein Tempo sich annehmen kann muss. Und ganz oft führt das zu Streitigkeiten, womöglich sogar zu Trennung.
Ja, das war... Man sagt dazu, Trennung auf ökologisch. Nee, das ist uns... Natürlich haben wir uns auch mal gestritten, sicherlich auch wegen, keine Ahnung, weil der eine zu schnell oder sonst irgendwas war. Aber das war eigentlich kein großes Problem. Nicht gewesen. Dann... Was für Fahrräder habt ihr da benutzt? Sind das so Rennräder? Nein. Da habe ich noch ein Mountainbike genutzt, auch noch eins mit relativ kleinen Rädern, mit 26 Zoll Rädern. Die neueren Mountainbikes haben ja 29 Zoll Räder, so kriegt man auf jeden Fall. Und das waren auch so ein richtiges 26 Zoll Rad Mountainbike. Das war so auch ein bisschen selber zusammengestückelt. Beziehungsweise ein Kumpel von mir hat mit mir das zusammengebaut. Und mit auch grob Profil, sage ich mal. Also ich würde es so wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber damals, ich habe das Fahrrad geliebt. Wenn du dein Fahrrad liebst, dann geht das alles. Was für Profil? Grob Profil, also grobe Bereifung, ne, für Gelände. 26 Zoll kleiner, womöglich dadurch auch stabiler. Wenn du jetzt mal Gepäck hinten hast, ich meine, das, nicht nur dein eigenes Gewicht, sondern noch das Gewicht der Sachen, die du da mitschleppst. Das eiert sicherlich das große Rad schneller aus, oder? Ja, kann man davon ausgehen. Also ich sag mal so, ich hatte, weil du vorhin nach Ersatzteilen gefragt hast, in Portugal ist es mir tatsächlich passiert. Da hatte ich auch wahnsinniges Glück, weil da ist mir was am Rad kaputt gegangen, hinten am Rahmen, das Schaltauge nennt sich das. Das ist so ein Teil vom Rahmen, der ist aber extra da dran geschraubt und nicht fest verschweißt, damit, wenn der kaputt geht, dass man den austauschen kann. Und das ist dir kaputt gegangen? Das ist mir kaputt gegangen. Und sowas hast du zufälligerweise in deinem... Ich hatte das deswegen dabei, weil mir das schon mal hier, als ich in Heidelberg da auf dem Weißen Stein gefahren bin, ist mir das schon mal kaputt gegangen. Und dann musste ich so auch mit dem Fahrrad dann wieder runterlaufen und dann mit der Bahn heimfahren. Also mit Fahren war da nichts mehr. Und dann hatte ich mir damals einfach gleich in weiser Voraussicht habe ich mir zwei gekauft von diesem Schaltauge und habe dann eins sozusagen in meinem Werkzeuggepäck dabei gehabt und in Portugal ist mir das tatsächlich kaputt gegangen und ich konnte, wie gesagt, das einfach tauschen und weiter ging's. Ja. Und das war noch kurz vorm Campingplatz. Und wir haben es auch noch zum Campingplatz geschafft irgendwie. Und es war wirklich auch wieder nur Glück im Unglück. Also, wenn es 30 Kilometer vorher passiert wäre, wäre es blöder gewesen. Aber auch deswegen. Eine kleine Schraube ist das, oder? Das ist einfach so ein Bauteil. Okay. Das schraubst du hinten, da wo die Gänge sind, genau. Die Gangschaltung ist. Da ist die Gangschaltung dran aufgehängt sozusagen. Aha. Ja. Gut. Schaltauge, musste ich sofort nachdenken, das dritte Auge, Alter. Ja. Schon was hat das Fahrradfahren irgendwas Mystisches? Bist du dem Gott begegnet unterwegs auf deinen Touren? So wie der Happe Kekkeling auf seinen Jakobsweg. Naja, sagen wir so, ich mache sehr viel Zeit für sich. Ja, und es gehen einem dann schon auch viele Sachen durch den Kopf und man fragt sich schon auch, zwischendurch fragt man sich, was mache ich hier eigentlich so? Irgendwie, macht das irgendwie Sinn und so? Aber dann trifft man auch wieder Leute spontan, die einen auch fragen, wo fährst du denn hin? Und manchmal auch Leute, die einem dann was zu trinken geben oder Fahrradfahrer, die mich ein bisschen begleiten. Also in Magdeburg ist mir das passiert, dass mich ein Fahrradfahrer, der halt auch Touren fährt, da war so begeistert, dass er mir, ich habe den nach dem Weg zum Bahnhof gefragt und dann hat er gesagt, ich zeig dir einen Bahnhof, aber ich zeig dir vorher noch die Stadt. Und dann hat er mir quasi Magdeburg gezeigt, ja, so die Sehenswürdigkeiten in Magdeburg, hat mir was dazu erzählt. Und dann, als wir durch waren, hat er mich zum Bahnhof gebracht und das sind tolle Erlebnisse. Das ist so weise. Bei dieser Portugal-Tour habt ihr natürlich eure Fahrräder wieder zurückpacken müssen, in Flugzeug rein. Habt ihr die Taschen alles mit dabei gehabt? Ja, alles. Das ist ein schweres Ding, aber, oder was? Achso, die Taschen für die Fahrräder. Nee, die hatten wir im Schließfach am Flughafen gelassen. Dann sag ich mal, teure. Und da waren 10 Tage Schließfach, was kostet? Ach, das ging, das natürlich hat ein paar Euro gekostet, aber das war machbar. Ja, manchmal, also sagen wir so, es ist nicht unbedingt günstig, eine Fahrradtour, weil man denkt immer, man ist ja nur mit dem Zelt unterwegs und, aber manchmal bist du halt auch auf Dinge angewiesen und wenn du irgendwo ankommst und die Preise sind, wie sie sind, dann fährst du nicht nochmal 10 Kilometer mit dem Fahrrad, um 3 Euro zu sparen. Ja. Da musst du
es halt schlucken. Ich würde mal sagen, wir spielen kurz was, was du vorgeschlagen hast, nur damit wir merken, dass ein Themawechsel ist. Also, beziehungsweise nicht Themawechsel, sondern Tourwechsel. Ja, also, was ist das jetzt? Was hast du da vorbereitet? Ach, weil wir es vorhin vom Wetter haben. Ja. The Weather from New Orleans. Die Zeit, die rennt. Die rennt und die nackt uns an den Füßen. Wir müssen wirklich Gas geben. Deswegen nehmen wir jetzt das Lied mal in den Hintergrund. Und ihr da draußen, diejenigen, die jetzt gerade zugeschaltet habt, natürlich muss ich euch nicht erzählen, dass ihr jetzt Bermuda-Funk hört. Und die Sendung heißt Cultura zum Quadrat. Das wisst ihr hoffentlich auch. Aber dass mein Gast heute, der Anno Blankart, der heißt Blankart. Aber ich sage ja natürlich Blankart, also nackte Kunst. Der Arno Nackte Kunst sitzt neben mir. Solange der nicht blank Arsch sagt, ist alles gut. Ja, so lange ist es gut. Und natürlich reden wir heute über, nicht über ihn als Musiker, sondern wir seine zweite Passion haben wir enthüllt. Und er hat sich geoutet als leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Jogger. Jogger auch, aber nicht leidenschaftlich. Leidenschaftlich? Nein, nicht? Das ist einfach nur so. Ja, fit bleiben. Fit bleiben, gut. Und jetzt reden wir über eine Tour, die du gemacht hast, 2010 oder so. 2010. Und die ging wohin, bitte schön? Von hier, Mannheim, in die Bretagne. Ach. Das war sozusagen mein Jakobsweg, mein persönlicher Jakobsweg. Gut. Das war großartig. Also, ja, ich habe mich gut vorbereitet, habe trainiert und gut gepackt und so. Und wieder mal mit so einem Bike 26 Zoll? Ja, mit demselben Fahrrad, mit demselben 26 Zoll Mountainbike. Und das war die längste Tour, die ich gemacht habe. Ich habe die so geplant, dass ich mich dann in der Bretagne mit Freunden getroffen habe, die mit dem Auto dahin gefahren kamen und dann sind wir noch 2 Wochen dort geblieben und dann sind wir mit dem Auto zurückgefahren. Also ich bin nicht hin und zurückgefahren, sondern dann mit dem Auto zurück. Ja. Und sonst das hätte ich zeitlich gar nicht gepackt. Die Tour hat gedauert von wie lange? Also ich war so 13 Tage. 13 Tage, schon mehr als die davor. Ja. Wir haben einen Freund, der ist auch mal letztes Mal nach Bretagne gefahren. Du, ich meine den Jens, den Mundharmonikaspieler Jens, der Architekt. Und der Jens ist so cooler Typ, der fährt natürlich auch nach Bretagne. Bloß der hat sich seinen Weg schon so vorprogrammiert, so, dass er von Mannheim aus alle Hotels erstmal gebucht hatte. Der hat im Hotel oder Pension geschlafen. Okay. Und er musste natürlich zu jeweiligen Tag seine Abstrecke schaffen. Mhm. Manchmal erzählte er, das war sehr anstrengend. Wie war es bei dir?
ähnlich. Ich habe jetzt nicht gebucht gehabt, aber ich habe mir schon die Campingplätze so ausgesucht gehabt. Ne? Also, dass ich schon mir vorher Campingplätze ausgesucht habe und natürlich auch Alternativen, falls ich das nicht schaffe oder falls ich noch weiterfahren will. Aber eigentlich habe ich alle Campingplätze, so wie ich das plante, oder fast alle erreicht gehabt. Und ja, von daher hat es auch geklappt. Ich habe schon auch ja, schon Gas geben müssen und bin eigentlich jeden Tag ein bisschen länger gefahren, als ich das geplant hatte. Ich dachte, ich bin früher fertig, aber das war dann halt einfach so. Da war ich abends schon gut ausgepumpt. Ja. Und das heißt, du hast wieder mal, nochmal, ich weiß nicht, ob ich alles mitgekriegt habe, du hast Campingplätze. Genau, Campingplätze. Ich habe mir die Adressen vorher rausgesucht. Yeah. Und da hatte ich ja, das waren ja auch schon, da hatte ich schon eine Fahrradnavi, also elektronische Hilfen sozusagen. Ja, auf den ersten Touren hatte ich ja sowas nicht, da hatte ich Karten. Ne? Ja. Und dann hatte ich eine Fahrradnavi und da habe ich einfach die Adressen eingegeben und dann habe ich ja auch immer gesehen, wie lange ich noch bis zum Campingplatz brauche, ob ich das schaffe oder ob ich irgendwie was anders machen muss, ein bisschen abkürzen muss oder so. Aber ja, das hat alles ganz gut geklappt. Also ich bin 5 Tage nach Paris gefahren und habe einen Kumpel besucht, der damals dort gewohnt hat. Und konnte ich mich 2 Tage ausruhen. Mhm. Und vor allen Dingen der Bob ist ein bisschen ausruhen, weil der tut dann schon ganz schön weh nach 5 Tagen. Ja. Aber, zwei Punkte. Erster Punkt zum Fahrradnavi. Da muss ich euch nur sagen, wie ich Fahrrad fahre. Ich mache bis vor kurzem, habe das öfters gemacht, jedes Jahr 3-mal von Mannheim nach Frankfurt, beziehungsweise an den Flughafen Frankfurt. Und mein Navi war der Schatten. Also der Schatten, der mir gezeigt hat, wohin ich fahren soll. Und jedes Mal bin ich woanders am Flughafen angekommen. Aber der Schatten war mein Navi. Zweitens, hast du jetzt angesprochen, da wollte ich auch noch was sagen. Ah, Poppes. In den 80ern hatten wir bei unseren Rennrädern Sattels aus Hartplastik. Kein bisschen gab es nach. So richtig Hartplastik angeordnet. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ihr da draußen vielleicht schon, wenn ihr älter seid als 40, dann kennt ihr diese Plastiksattel. Ja. Und das Popo hat ungefähr nach 2 Tagen sich so dran gewöhnt, dass das Popo meinte, es gäbe kein besseres Sattel als Hartplastiksattel. Ja, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Also ich habe meinen Sattel einfach noch nicht gefunden. Ich habe schon verschiedene Sattel ausprobiert und den einen finde ich besser, den anderen schlechter. Aber so richtig ein Sattel, wo ich sage, ja, das ist der Sattel, ich habe ihn bis heute nicht gefunden. Ja. Ah. Ist einfach so. Ja. Gut, jetzt bist du mal da diese Tour nach Britannien. Was natürlich endet so eine Tour mit Meeresblick, oder? Ja, ach, wenn du da mit angekommen sein. Du siehst das Ortsschild und denkst so, nein, das ist wirklich passiert. Das ist schon wirklich ein bisschen euphorisches Gefühl. Es fehlen eigentlich nur noch die Leute, die am Straßenrand stehen und klatschen, aber selbst die braucht es nicht. Du bejubelst dich selber. Aber auf der anderen Seite heißt das zu Ende. Ja, aber das ist auch wieder traurig, oder? Ja, nee, das habe ich nicht empfunden. Nee. Gab es da besondere Abenteuer auf dieser Strecke? 11 Tage unterwegs? Besondere Abenteuer, es hat mich auch mal einer eine Weile begleitet, ein Fahrradfahrer, der auch Touren fuhr und so, der wollte mir dann immer sagen, ich soll da und da hinfahren, aber ich bin dann trotzdem nach meinem Navi gefahren. da waren einige Begegnungen, die einfach schön waren. Leute, die dann im Vorgarten saßen und die dann, wo ich kurz angehalten bin und die haben mir was zu trinken gegeben. Ach so, das war, ich erinnere mich, es war 35 Grad oder so, es war wirklich ein warmer Sommer. Und die Leute gaben mir so eine Wasserflasche mit Eis drin, direkt aus dem Eisfach, mit Zitronensirup irgendwie noch drin. Ach, das war göttlich. Mhm. Das sind so die Kleinigkeiten, eigentlich sind so mehr die Kleinigkeiten, die kleinen Freuden, die normalerweise so selbstverständlich sind, aber die sind dann so Momente, an die ich mich erinnere, wenn sowas passiert. Weil es schmeckt einfach anders. Es schmeckt einfach alles ein bisschen intensiver und kälter und so weiter. Man muss immer denken, dass so auf so einem Fahrrad schon ein bisschen mehr als in einen Rucksack reinpasst.
Oder sogar vielleicht weniger. Was sagst du? Weniger oder mehr? Weil der Rücken muss freier sein. Ja, der Rücken muss frei sein. Das finde ich auch, ja. In die Fahrradtaschen, wie viel da reinpasst, meinst du? Oder, ja, ach, du reduzierst dich. Klar, du rechnest dir genau aus, wie viel Unterwäsche du brauchst, wie viel Socken. Ja, für abends hast du deine Garnitur nach dem Duschen. Ja, die trägst du dann halt 2 Wochen, deine Abendgarnitur. Halt, und morgens geht es wieder in die Fahrradklamotten. Und das rechnest du dir auch ganz genau aus, wie viel du brauchst. Und zwischendurch wäschst du dann halt auch abends die schmutzige Wäsche halt so per Handwäsche. Mhm. Und auch mittlerweile gibt es ja schon lange auch diese Mikrofaser-Handtücher. Die auf den ersten Touren habe ich ja richtige Handtücher dabei gehabt, das fand ich. Mhm. War ja schon die halbe Tasche voll damit. Und heute hast du so kleine Rollen mit Mikrofaser-Handtüchern. Die sind ein bisschen umständlich, sich damit abzutrocknen, aber das geht auch. Und es ja. Ist super, weil die wiegen nichts und nehmen keinen Platz weg. Und du musst ja auch immer Wasser und Proviant mit einplanen und so. Ich habe dann auch mir so an meine Taschen habe ich mir so für die Wasserflaschen so Röhren unten ja. dran gebaut, dass ich dann schnell ans Wasser konnte. Und liebe Leute, wenn ihr auf Fahrradtour geht, immer genügend Wasser dabei haben. Ja. Niemals das Wasser ausgehen lassen. Und immer genügend Müsli-Riegel und so, weil in Unterzucker kommen während der Fahrradtour ist eine ganz schlechte Idee. Mhm. Auch schon passiert. Ja. Gott, oh Gott. Also passt in so eine Tasche natürlich nicht viel. Was ich schon mal gesehen habe, dass Leute nur 2 T-Shirts und 2 Unterhosen und 2 Socken genommen haben, also 2 Paare, und eine Teil am Tag getragen haben. Abends sind sie dann zu duschen gegangen, haben ihre Sachen mitgenommen zum Duschen und haben natürlich die anderen Dinger angezogen, die zu ausgehen waren, die für nicht. Und dann jeden Tag haben sie einfach so sein T-Shirt gewaschen, seine Unterhose gewaschen, und das geht relativ easy bei diesen modernen Materialien, was du da angesprochen hast. Die trocknen schnell. Die trocknen relativ schnell, das ist Hauch von nichts. So kann man natürlich auch sich reduzieren, und wenn es funktioniert, warum nicht? Gibt es natürlich auch mittlerweile schon so Leute, die Fahrradanhänger haben. Mhm. Hast du mal sowas gehabt? Ich nicht, ich hab's aber mal jemandem geschenkt, also einer Freundin, und die hat die hat den dann auch benutzt und eigentlich recht begeistert benutzt, und ich selber hab sowas, aber bin sowas nie gefahren. Ne? Bevor wir weiter noch bei den Anhänger bleiben, ich wollte dich mal fragen, hast du dann Klickschuhe, also Schuhe, die verbunden mit den Pedalen sind, oder irgendwelche Körbchen oder sowas? Nee, ein Jahr lang habe ich mal Klickpedale gefahren, aber das war irgendwie nicht so gut für meine Knie, also auch mein rechtes Bein hat dann irgendwie alle Arbeit übernommen, es war ganz seltsam, und ich habe das nicht gemerkt. Mhm. Und so, also ich habe dann wieder die Klickpedale, die haben auf jeden Fall ihre Berechtigung, klar, man kann auf jeden Fall schneller fahren und effektiver fahren, aber ich habe dann irgendwann darauf verzichtet. Ich mag es einfach nicht. Dann natürlich gibt es jetzt seit, weiß ich nicht, für mich gefühlt in einem Jahr, Mode auf Fahrrad-Wohnwagen. Also ein Wohnwagen, den du mit Fahrrad ziehst. Ich habe mir das immer vorgestellt, wie kann sowas sein? Vielleicht mal was richtig Kleines, was, wenn du vor Ort bist, vielleicht wie Ziehharmonika auseinanderziehen kannst. Aber nein, das wäre natürlich auch möglich, gell? Vielleicht, je nachdem, vielleicht soll ich mal sowas konstruieren. Aber auf jeden Fall, es gibt sowas. Und es gibt immer mehr Leute, die jetzt plötzlich mit Fahrrad-Wohnwagen unterwegs sind. Was sind deine Erfahrungen in diesem Gebiet? Erfahrungen gar keine. Also ich selber will sowas eher nicht haben. Also man braucht grundsätzlich dafür ein E-Bike. Weil mit dem normalen Fahrrad einen Fahrradwohnwagen ziehen ist, glaube ich, zu viel. Kann ich dir gleich mal den Gegenteil beweisen? Okay, es gibt einen Biker, der hat einen YouTube-Kanal, und der heißt, sag mir mal, wie heißt der? E-Bike? Der heißt ja schon E-Bike. E-Bike, Camping und Kajaktouren. Ja. So ein sympathischer Typ aus der DDR, also aus Ostdeutschland. Ich meine, der ist in der DDR geboren worden, das sagt er auch. Hat ziemlich coolen Akzent, aber ist wirklich ganz netter Mensch. Ich meine, wieso aber? Weil ich verbinde die Leute alle so mit scheiß Nazis, aber sind es nicht. Nein, um Gottes Willen. Nein. Ich mag den Akzent. Ja, okay. Davon mal abgesehen. Ne? Also gut. Nicht alle über einen Keim scheren? Nein, Gottes Willen. Also gut. E-Bike, Camping und Kajaktouren. Er organisiert eben so Treffen von Leuten, die mit E-Bike
Wohnwagen unterwegs sind, sind total coole Sachen. Mittlerweile gibt es Firmen, also man baut sich das, früher hat man sich das selber gebaut. Und es gibt haufenweise Leute, die selber sowas sich in der Garage bauen. Mhm. Aber mittlerweile werden die auch richtig aus Epoxidharz und gebaut, aus Verbundmaterialien, leichte Dinger, wo nichts mehr jetzt kaputt geht oder ganz selten. Ja, ich habe mir haufenweise von diesen Videos angeguckt. Ich bin da vor kurzem richtig, also in Lockdown-Zeit, da habe ich haufenweise Videos angeguckt und er war einer, den ich angeschaut habe. Also, schaut euch, wenn ihr euch dafür interessiert, ist total geile Geschichte. Mit E-Bike, mit Fahrrad kannst du dann einen Wohnwagen ziehen und dann drin schlafen. In dem E-Bike drin haben die Leute auch haufenweise Sachen verbaut, sowas wie Akkus und Sonnenkollektoren, wie Musikanlage, Heißluftlüfter, was kann man denn drin noch haben? Natürlich eine bequeme Matratze, Seitentüren, Kochecke und alles mögliche. Das ist winzig, aber es funktioniert. Ja? Solaranlage auf dem Dach und sowas. Ja. Also wirklich so viele für den E-Bike dann, weißt du. Also sagenhafte Sachen. Also ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber ein Kumpel von mir hat sich jetzt gerade einen bestellt und kriegt jetzt gerade auch noch den letzten, den diese Firma baut, weil derjenige, der das da jahrelang gemacht hat, ich weiß nicht, ob das der hier da von diesem Portal ist, geht dann in Rente, aber für ihn baut er noch einen, also er ist ganz froh, dass er noch einen bekommt. Nächste Woche bekommt er ihn und dann gucke ich mir das Teil mal an und dann vielleicht lache ich ihn auch aus, ich weiß es nicht. Ja. Also am besten ist immer natürlich zu zweit oder zu dritt irgendwo reisen, weil irgendwo mal stehst du, weißt du, im Wald. Ich weiß nicht, wie du das gab. Hast du schon mal wild gecampt? Ja. Und wie ist deine Erfahrung da diesbezüglich? Ja, gut, es war so aus der Not heraus, ja, irgendwie, aber dann kannst du halt nicht duschen und, aber klar, das geht mal in der Nacht, das kann man schon mal machen. Ja. Also für mich ist das natürlich das kleinste Übel, dass man dann irgendwo nicht duschen kann, weil man findet irgendwo ein Flüsschen, so wie ich es gefunden habe. Ja. Für mich ist das größere Übel, dass wenn ich alleine bin, ich schlafe nicht wirklich. Ich werde mit jedem Geräusch sofort wach, wie ein Wachhund, weißt du? Und man hat überhaupt nicht diese Entspannung. Wenn man aber mit mehreren Leuten ist, kann man sich dann da mal... Ja, das stimmt, ja, das ist grundsätzlich schon, ja, klar. Ja, so ein bisschen creepy ist es, glaube ich, schon. Also allein im Wald mal eine Nacht zu verbringen, ist schon ungewöhnlich, aber das geht schon, ja. Wenn ihr das macht, das im Wald wild campen, was empfehle ich natürlich? Hängematte. Hängematten gibt es natürlich, will ich ja nicht, in diesem Sportladen, der... so ganz viele sportliche Sachen sind ganz billig für 20 Euro, aber das ist ein Kissenchen, das ist wirklich ein kleines Ding, hält 245 Kilos aus, wenn man den richtigen kauft und Bäume braucht man 7 Meter Abstand, zack, kann man es aufhängen und den göttlichsten Schlaf der Welt haben, also geschaukelt und sowas. Gut, zu dieser Tour, was ist noch zu der Bretagne Tour zu sagen? Bretagne Tour. Was ist noch großartig zu sagen? 5 Tage nach Paris, dann 2 Tage Pause und dann nochmal 6 Tage in die Bretagne und dann einfach, wenn du dann am Mont Saint-Michel vorbeifährst, das ist schon mal einfach ein tolles Panorama. Mhm. Du merkst einfach, ach, du bist schon so weit gekommen und du wirst den Rest auch schaffen. Ja. Und dann setzt dich ans Meer und dann isst du ein paar Muscheln und dann merkst du einfach, dass sich auch die Strapazen auf jeden Fall gelohnt haben. Ja, ja genau, du bist ja auch franco-affin. Ja, gut, ich war viel in Frankreich gewesen. Mhm. Ja. Kannst du auch Französisch ein bisschen auch sprechen? Naja, ich komme durch. Auch sprechen. Oui, Piasse. Gut. Ihr merkt ja schon, ich mache manchmal mit den anderen so unterschwellige Witze, auf die er nicht eingeht. Die ich erstmal nicht kapiere und dann... Nee, ich denke, du gehst extra nicht auf drauf. Gut, Arno, dann guck mal, die Zeit rennt. Wir schaffen es wirklich nicht, das nächste Lied hier zu spielen, weil uns die Zeit rennt. Okay. Ich sag jetzt nur noch kurz, ich wollte noch mal euch erzählen über ein Kassettendeck. Ich habe von Arno bekommen ein Kassettendeck, was mittlerweile, ihr kennt eure Kassettendecks, hier im Studio ist auch ein Kassettendeck. Wollte ich euch mal eben diese Kassette vorspielen, was geht, geht nicht, weil das sind auch die Riemen ausgeleiert. Ich habe bei Arnos, sein Kassettendeck war genau das gleiche, ist Riemen ausgeleiert gewesen, ich wollte spielen.
und das konnte nicht spielen, weil die Riemen ausgeleiert waren. Man musste neue Riemen bestellen. Ich habe sie innerhalb von ein paar Tagen gemacht, im Internet gefunden, alles ausgetauscht. Jetzt habe ich ein Kassettendeck und ich bin mittlerweile Kassettendeck-Fan. Ich dachte mal, ich habe noch welche Kassetten, da habe ich gesucht, ich hatte keine Kassetten, dann doch habe ich eine Kiste gefunden von meiner verstorbenen Mutter, 7 Jahre nicht angeschaut und dort habe ich Kassetten von meiner Mutter gefunden. Und natürlich habe ich eine jetzt heute mit ins Studio gebracht, er wollte mal spielen lassen, aber natürlich, da der Kassettendeck hier im Studio im Arsch ist, konnte ich nicht weitermachen. Ich wollte nur noch kurz sagen, wenn ihr da draußen kaputte Kassettendecks habt und wisst nicht, warum, was damit zu tun ist, ich kann euch die reparieren. Schickt mir eine E-Mail an kultura@gmx.de. Mein erster Beruf war Feinmechaniker, deswegen weiß ich, wie das geht. Die Skills kenne ich heute immer noch. Und Kassette hören ist wieder, ich würde sagen, in. Was wolltest du auch noch sagen? Ich wollte einfach noch eine kurze Danksagung an Joanna sagen, weil Joanna, die hatte die Idee für das Thema der Sendung. Ah ja, sicher. Ja, genau. Vielen Dank. Wir haben nämlich gedacht, wir machen eben Sendung heute über Kassette komplett, aber dazu kämen nicht viel. Vor allem dieser blöde Kassettendeck ist ja im Arsch. Also Leute, wenn ihr Kassettendecks habt, alte Walkmans habt und die funktionieren nicht oder was weiß ich, die wollt ihr loswerden, schreibt mir eine E-Mail an kultura@gmx.de. Ich kenne mich da aus, ich liebe die Dinger. Jetzt spiele ich von meiner Mutter diese Kassette natürlich aus YouTube, weil die Kassettenplayer kaputt ist. Tschüssikowski würde ich euch mal sagen und ich freue mich in 2 Wochen eure Gastgeber wieder zu sein. Also. Szkłobolesny obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące lądy krwi. Jedno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych rad gniewnych, czarny pył. I ten cień, co za tobą odszedł. Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze. I niedługo już tacy maleńcy na łupinie orzecha stojąc popłyniemy. Porą na opak, jak na brzegu wodnym sloją. I tak w wodę się chyląc na przemian płyniemy nieostrożnie w zapomnienie, tylko plakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Ziemię twardą ci przemienię w mleczów miękki płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które plęczą się jak kot. Futrem iskrzące zwiną wszystko w barwy burz, serduszka listów, deszczu w siwy splot. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych rad gniewnych, czarny pył. Tłum bijącą się wstęgą w noc ciepłych powietrzy stygnia, śniego dosięgnie w zmroku i szept przy ustach usłyszy kochany. Szumi piosenka i głowę owija mu dzwoni jak włosów miękkich smuga i jest niej pachną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni i wstaje i jeszcze czarno od pyłu bitwy. Czuje, że skrzypce grają i cicho, więc idzie ostrożnie, powoli, jakby po nici światła przez morze.